Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, so, es geht weiter mit der Mission. In der Theorie, in der Praxis schaut es so aus, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Minesweeper spielen. Das, denke ich, werde ich jetzt unkommentiert in der Kürze einfach mal abrattern und wieder so schnell machen wie in einem der letzten Videos. Und danach mache ich jetzt dann hier ganz normal weiter, weil wir haben hier. Wo ist er da? Dieser eine Turm. Dann müssten wir jetzt eigentlich reinkommen. Ich denke, dann werden hier die restlichen Sachen aufgedeckt. Und dann machen wir erst wirklich weiter, ne? Weil hier fehlt uns noch ein bisschen was. Vor allem diese Dinger da. Genau. Oh, und da brauchen wir auch noch zwei Stück. Ja, und vier Minen. Also das mache ich jetzt mal, wie gesagt, im Schnelldurchlauf. Und ja, halt dabei meine Klappe. Also, auf geht's.
Okay, so, nachdem ich jetzt hier ein paar Mal wild durch die Gegend gelaufen bin, mittlerweile weiß, wozu man diese komischen roten Dinger da verwenden kann, und auch ein paar Mal gestorben bin, so richtig peinlich, wird es jetzt mal Zeit, hier in diese blöde Tomb reinzugehen. Na komm schon! Jawohl! Jetzt haben wir nämlich hier diese ganzen komischen Sachen, die nicht auf der Map verzeichnet sind. Wie jetzt? Ah, hier. Und jetzt können wir uns mal wieder hier schön ans Raiden machen. Und erkunden, die letzten paar Sachen finden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich rumgekaspert habe. Ich hatte nämlich keinen Timer mitlaufen und ich mache das ja eh alles im Zeitraffer dann. Oder habe es im Zeitraffer gemacht, wenn ihr es jetzt seht, gesehen habt. Ist das gefährlich hier? Nö, ist es nicht. Genau, drum denke ich, ich werde jetzt so eine halbe Stunde spielen, dann tue ich die Folge beenden. Und dann die nächste wird hoffentlich wieder ganz, ganz normal. Aber gut, jetzt will ich erstmal hier finden. Den Bogen wollte ich nicht. Abgefahrenes Zeug. Ah, sehr schön. Pfeile. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier hin muss. Kann da unten wahrscheinlich ziehen? Sie machen Fisch. Okay, ich muss hier irgendwie ran. Zieh mal das Ding. Mal schauen, was da... Das dreht sich darüber und dreht sich langsam wieder zurück. Hier ist eine Schnur. Komme ich dann wahrscheinlich von da drüben wieder runter? Jetzt probier mal das da. Aha. Okay. Hehe, okay. Cool, cool, cool. Jetzt gehen wir davon aus, dass ich das Ding da ziehen muss. Okay, das war ein Satz mit X. Nicht. Warte mal. Ach, das Ding schwimmt hier im Kreis. Wie lustig ist das denn? Okay, dann brauche ich wohl irgendwie das richtige Timing. Komm, komm. Dann macht der das hier auch. Oder? Nö, das war jetzt bloß, weil ich das hier schon angeschossen hatte. Na gut. Ja. Erstmal hier. If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, we need to fix that boat. I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island, but I have to find a way. Reyes. Ach Scheiße, jetzt wollte ich noch weiterreden. Ach blöd. Kann ich die irgendwie einsehen? Diese komischen Journale, aber ich glaube nicht. Ach Mist. Also nochmal. Los, komm, 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 komm.
Vielleicht hilft es ja, wenn ich den schnell genug rüberziehe. So ist es nämlich. They must use this place to store food. Yay. Schlauer Fuchs. So ist es. Oh, Waffenmodifikation habe ich auch noch. Ah, die letzten Dinger, sehr schön. 1, 2, 3. 4. Hier ist noch einer. Och nö. Jetzt muss ich da auch nochmal hin. Mann, ich habe gehofft, das habe ich jetzt alles. Okay, Dokumente. Das ist eins hier. Ich glaube, da müssen wir dann eh lang. Ja, und das haben wir. Zack, zack, zack. Wobei, nee, warte mal, wir müssen hier hin. Dann weiß ich nicht, ob wir da hinkommen. Okay, ich denke mal, das wird eine Sammelrunde hier noch. Eine Sammelfolge. Jo, und machen wir. So, so. Und einmal Skill. 100, 100. Nicht ganz 100. Dann hier. Dodge Kill. Sehr gut. Und hier, wie viel haben wir? Reicht das für ein bisschen? Was gibt's denn da? Oh, noch mehr Munition. Oh, oh, oh. Das nehme ich mit. Kann nie genug Schuss haben. Was ist das? Oh, increased damage. Hm, schön, schön, schön. Also noch fleißig sammeln, ey. Weil der Bogen ist ja auch noch nicht ganz ausgebaut. Na gut, dann machen wir uns jetzt erstmal noch wieder schnell zurück zu den Schiffswracks. Damit wir hier diesen letzten GPS-Cache da drüben finden. Hm. Ich wundere jetzt echt, warum ich den nicht in meinen ganzen letzten Abenteuern schon irgendwie gesehen habe. Aus Ermangelung an meinem Drücken an diesem hier Dings da kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt ein richtiger Satz war. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, komm, raus mit dir. Du Sau. Ich kann auch hüpfen. Na gut, also auf ein letztes Mal darüber. Was lässt denn du so schräg? Lauf geradeaus, komm. Also mal kurz orientieren. Irgendwo hier auf diesem blöden Schiff. So. Bitte jetzt ohne ins Wasser zu fallen. Alter, das war ziemlich peinlich. Mann, ey. Wie dumm. Ich glaube, das ist das peinlichste Video, was ich bisher gemacht habe. Also unglaublich. Und das Blöde ist ja mal, ich habe hier nicht immer wirklich Gegnerkontakt, aber ich muss es ab 18 machen, weil diese Todesszenen sind doch ziemlich heavy, ey. Ach Mensch. So, also wo ist dieser blöde GPS-Cache? Irgendwo geradeaus. Leuchtet, aber das ist er nicht. So, der muss wieder hier irgendwo sein. Das ist wieder die Frage. Ist er oben? Ist er unten? Hier sehe ich nichts blinken.
Ich gehe mal hoch. Vielleicht ist er ja da. Ich meine, nach unten komme ich ja immer. Haben wir ja gesehen, ne? Wo bist du, Schlingel? Ah! Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Der war knapp. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe mich total verguckt. Ah, hier, hier. Ich muss ja nicht absteigen, sondern hochspringen. Da ist er. So, wie komme ich jetzt wieder lebend runter? Ach. Das finde ich aber in jedem Spiel total schwer, ehrlich gesagt. Irgendwie Leiter runterklettern. Ja, ist gut. Ach. Also manchmal, ne? So, jetzt gucke ich mal, wie komme ich da am schnellsten wieder zurück. So nett. Hab dich nicht so. So, Dalle. Schaff ich's oder schaff ich's nicht? Wow. Alles klar, so, jetzt können wir hier den Schiffsfriedhof endlich mal hinter uns lassen. Dann ist das geklärt. Dann ist jetzt der hier der Nächste. Hoch den Berg. Nach vorne schauen, Mädel. Du weißt doch gar nicht, wo du hinläufst. Vor allem hier ist halt nichts. Darum verstehe ich nicht, warum die da immer nach hinten guckt. Hoch, hoch, hoch. Mal schauen, wie hoch ich hier kommen kann. Ich meine, ich habe es ja hier oben noch gar nicht ausgereizt, ne? Ne, warte mal, wo war ich? Ich war hier. Komme ich denn da irgendwie rüber? Lass mal kurz orientieren, rechts von mir. Das sehe ich auch schon blinken. Nicht. Finde ich gut. Dann ist hier unten einer, aber da müssen wir hin und da drüben ist einer. Aber es könnte sein, dass wir von hier nach hier so rüberkommen. Jetzt mal eine grobe Vermutung. Hm, seht ihr das auch? Eine Schnur. Kommt mal hin. Wir haben doch keine Zeit. Beziehungsweise wir haben schon genug verschwendet. So, die anderen werden sich jetzt auch wundern, was macht die denn da? Aufgehalten von einer Tür. So, komme ich hier? Hier irgendwie? Ich muss doch hier irgendwie hochkommen. Oder ist das dann eher der Weg wieder nach unten? Das kann natürlich auch sein. Ah, nee, das ist da drüben. Ja, sag mal, was hält mich denn hier alles auf? Ist ja unglaublich. Und da, okay, nee, das ist dann der Weg wieder runter, definitiv. So, und von da komme ich dann hoffentlich da irgendwie rüber. Die Gefahr hin, dass er sich alle Knochen bricht. Ah, blöd. Na gut, dann will ich mal schnell checken, ob das hier ein Schnellreisecamp ist. Notfalls, wenn da noch eins kommt, jawohl, hierher zurück kann. Und dann
gehe ich wohl oder übel hier mal weiter. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwas noch machen kann. Nee, der ist definitiv zu weit weg, aber ich muss ganz bestimmt außen rum klettern. Naja, komm, auf geht's. Die paar Dinger. Ritt auf die Tür, denn Lara kommt hier. Was muss ich denn mit dir machen? Vertrauenserweckend. Ah, das geht hier auch. Okay. Das ist so wild, ne? Boah. Evil. Ich glaube ja mal kaum, dass hier nichts los ist. Ah, hier voll. Warte mal, wo muss ich jetzt denn hin? Darüber, ja, habe ich mir es doch gedacht. So, wenn ich richtig schaue. Ja, alles klar, da muss ich rüber. Und hier ist noch irgendwo was. Na, put, komm zu Papa. Ist das hier oben irgendwo? Scheiße! Oh Mann, das ist die Folge der 1000 Tode. Wo bin ich denn? Achso, hier oben, Alter. Okay. Sehr gut. Mal halt erstmal die Kiste auf. Wenn ich schon sonst nichts kann, ne? Kisten kriege ich auf. Los. Warte mal, ist das Ding jetzt da oben oder was? Oh, will mich das Spiel ärgern. Ich habe da gerade irgendwie eine Spitze da oben gesehen, aber es könnte natürlich auch irgendwie so ein also komischer Pixelpunkt gewesen sein. Ey, der muss oben drauf sein, das geht nicht anders. So wie das bei dem einen Ding irgendwo gut unten drunter versteckt war, muss der oben drauf sein. Da oben ist eine Schnur. Lass mal gucken. Hier auf dieses Schiff komme ich nicht. Was vielleicht gar nicht mal so schlimm ist. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Einen Moment bitte. So, weiter geht's. Die Natur hat gerufen. Aber hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Erst wenn ich von da drüben wiederkomme, wahrscheinlich. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Na? Mensch, Lara, bist du fett. Dann ist das wahrscheinlich der letzte GPS-Cache, den wir hier auf dem Rückweg bekommen. Dann... in welche Richtung muss ich denn da hier? Kann ich nicht hinschießen? Vorsichtig. Oh, was soll's. Und brumm, 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 brumm.
Und du? Hä? What the hell? Was war denn jetzt das für eine Aktion? Aha. Was war denn jetzt das? Muss ich vielleicht da hin, oder? Nee, ich muss schon da hin. So kann ich doch hier gar nicht schießen. Ja, eben. Jetzt muss ich es auf einmal drücken, sonst hat sie es immer selber gemacht. Blöde Kuh. Uah, ich gucke immer weiter runter. Also die Kameraperspektive, so lästig das auch ist, dass ich nicht so schauen kann, wie ich will, ne? Die ist schon sehr cineastisch. Also ist ziemlich cool irgendwie gewählt. Aber hier, bitte, komm, lass mich ein paar so Sachen finden. Da drüben ist eins. This island is more than I could have hoped for. Of course, these islanders are absolutely insane. Those poor people from the Endurance, so tragic, but honestly, it adds to the drama. Not only is this the mythical land of Yamatai, but the shipwrecks and the modern-day cultist. It warrants at least two documentaries, maybe even a series. Oh, Lord, this place is going to ignite the world's imagination, and I'm going to be right in the center of it all. Such a huge relief. All my chips were on this one number. I just need to be careful now. This situation could spin out of control on a dime. Once I have this Matthias fellow's ear, I can convince him that there's much to gain in cooperating. I mean, he can't honestly believe the things he preaches to these men, right? They're just lost and confused. I'll help to bring them all back to civilization. The sponsors, oh, the sponsors are gonna line up for this exclusive. The story is huge. Hab ich's mir doch gedacht, ne? Der hintergeht uns irgendwie. Hey, aber wie geil ist das denn gesprochen? Das war ja genial, so richtig. Ey, echt glaubwürdig. Super. Super, super, super. Ich glaube, ich muss mir echt mal so ein Let's Play auf Deutsch anschauen. Einfach nur mal so ein. Huch, falscher Knopf. Ein paar Folgen. Um zu sehen, wie da die Sprachausgabe ist. Aber das hier war ja genial. Meine Güte. So, hab dich, du Drecksack. Ich gehe auf den Weg zurück, den ich gekommen bin, weil dann weiß ich, wo es lang geht. So, dann ist hier noch einer. Ja, genau, da ist noch einer. Ansonsten habe ich sie alle. Nur noch dieser GPS-Cache. Und ich glaube, den gibt es auf dem Rückweg. Ja, witzig, wie soll ich denn da an die Leiter kommen? Moment, ich brauche mal ein wenig Abstand. Hier. Ah, liebe Steuerung. Sei nicht so böse zu mir. Einmal im Kreis. Da sind solche komischen Gondeln. Ja, da ist er, der Drecksack. Aber da komme ich erst ran, wenn ich wahrscheinlich am Ende da unten rauskomme, mich hier hochhange, mich da runter abseil und dann davon fahre. Das wird es sein. So. Ja,
Jawohl, das schaut vertrauenswürdig aus. Da halten wir uns fest. Warte, kleiner Cliffhanger. Das machen wir beim nächsten Mal, hätte ich gesagt. Oh, guckt es euch an. Mann. So, wenn ich jetzt noch die richtigen Knöpfe drücken würde. Hier, die Endurance. Hätte ich mal gesagt. War auf jeden Fall ein blaues Schiff. So krass. Oh, das läuft halt noch flüssig. Also da haben die Engine-Programmierer allerbeste Arbeit geleistet. Muss ich schon sagen. Ich hatte echt Bammel, dass es hier in so großen Außenarealen irgendwann mal richtig ins Stottern kommt. Gerade mit diesen Tress-FX-Hahn da, diesen Effekten. Die komischerweise nur auf Laras Kopf wirken, ne? Bei den anderen nicht. Aber nö, das läuft ultrast flüssig hier. Also, fällt mir. Na gut, aber genug geschwafelt. Liebe Leute, danke schön fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal geht's dann vielleicht schon ins Finale rein. Also, ich hoffe, ihr seid gespannt. Tschö mit ö!